Es gibt jetzt ein paar Lifehacks, die werden Ihnen glatt den Kopf verdrehen. Und es wird bei uns auch ganz schön gefährlich, denn wir bauen uns eine eigene Scherbenrolle. Außerdem gibt es eine Einparkhilfe und wie das funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. Let's go! Wir starten mit etwas für alle Autofahrer, nämlich mit der Einparkhilfe. Ich habe mein Auto jetzt schon 2 Jahre und es gibt da ein kleines Problem. Denn ich bin so ein kleiner Perfektionist. Ich möchte immer perfekt am Bordstein stehen, aber das schaffe ich nicht immer, wenn ich rückwärts einparke. Also hole ich mir hin und wieder Hilfe von meinem Rückspiegel. Ich drücke also aufs Knöpfchen und gucke, wenn der Spiegel runtergeht, wie nah ich am Bordstein bin. Und das nervt immer wieder den Spiegel hoch und runter. Deswegen habe ich mir jetzt das Ding hier bestellt. Eine runde Einparkhilfe. Ich klebe die einfach rechts auf meinen Spiegel drauf und dann muss ich den nicht mehr verstellen. Das Coole ist nämlich, dass diese Einparkhilfe gewölbt ist. Ich sehe sofort den Bordstein und muss nicht mehr den Spiegel verstellen. Ich kann also ohne Probleme den Rückwärtsgang reinknallen, ziehe nach hinten und das Ding sitzt perfekt am Bordstein. Keine Wartezeit mehr, kein Hantier mehr am elektrischen Spiegel, alles sitzt perfekt durch meine Einparkhilfe. Ich kriege gerade unheimlich Lust auf ein Bier. Ich habe aber leider keinen Flaschenöffner hier. Kein Problem, denn ich habe sie immer dabei. Meine Bierferse. Erstmal brauchen wir Bier. Ich habe mir direkt 3 geholt, falls ich es bei einem nicht sofort schaffe. Wir klemmen jetzt 2 Bier so aneinander, dass der eine Kronkorken unter den anderen geht. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch mit der Ferse unter das Bier treten. Wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, müsste eigentlich das Bier hier aufgehen. Wir probieren es einfach mal. Ja, okay. Ich habe es, glaube ich, nicht schnell genug gemacht. Es ist zwar aufgegangen, aber nicht ganz. Ist nicht so leicht. Oh. Okay, mit ein bisschen Anlauf hat's geklappt. Ja, cool. Hätte ich nicht gedacht, dass es funktioniert. Ich musste bestimmt 3-4 Mal Anlauf nehmen. Wenn man das übt, ist es ein ganz cooler Partytrick, aber ich muss auch gestehen, dass ich ein bisschen Schiss hatte, dass mir hier was in der Hand in die Luft fliegt und dass ich mir eine Scheibe reinhaue. Fürs Video coole Aktion, für eine Party würde ich es einfach nicht empfehlen. Dann mache ich das Bier lieber mit meinem Hammer auf. Das geht ein bisschen schneller. Jetzt wird's gefährlich. Sie müssen aufpassen, dass Sie sich nicht verletzen. Jetzt gibt's die Scherbenrolle. Es hat hier einen heftigen Unfall gegeben. Ein Glas ist in 1000 Teile zersprungen. Die Scherben sind durch die Luft geflogen, fast in mein Auge. Nichts passiert, ich konnte in Deckung gehen, ich habe keine Verletzungen. Wenn ich jetzt nur daran denke, dass ich zu Hause mit nackten Füßen über den Boden laufe und eine Scherbe, die drückt sich unter meinen Fußnagel, oh, da kriege ich jetzt schon Gänsehaut. Deswegen müssen wir alle Scherben sofort wegräumen, damit sowas nicht passiert. Ich habe jetzt gar kein Kehrblech hier und keinen Besen. Aber wir bleiben cool, wir kriegen das Problem gelöst mit der Scherbenrolle. Hier ist das Zauberstück. Das ist nichts weiter als eine Fusselrolle, aber die kann jetzt unser Problem hier lösen. Die Scherbenrolle packt sich nämlich die ganzen Scherben, die kleben einfach daran fest. Am schnellsten gehen natürlich die kleinen Scherbenstücke, aber auch die großen bleiben dran. Die Werkbank, die sieht wieder aus wie neu. Da liegt keine einzige Scherbe mehr, aufgesaugt von meiner Scherbenrolle. Was für eine wilde Folge mit den scharfen Scherben. PS, die Einparkhilfe ist der helle Wahnsinn. Ihnen jetzt viel Spaß beim Nachmachen und good luck. Jetzt wird's gesoffen. Oh, okay. Ich drück mir hier einen ab und rein, aber ich krieg das Ding da nicht rein. Ich stell mir das so vor. Backhefer hat echt einen fiesen Geruch. Die Ravioli können sich schon mal auf was gefasst machen. Übertreiben Sie es nicht mit dem Gas.